Was ich zum Beispiel mega cool gefunden ist, dass ich so wie gewusst habe, also du hast einen ganzen Tag vor dir, aber ich habe keinen Plan gehabt, was ich mache. Morgen zusammen. Merci. Okay. Wollt ihr reinkommen? Ich schaue eigentlich sehr darauf, dass ich regional einkaufe. Rahm und Hörnli oder Pasta, immer viel Pasta. Oh, und oh, ich liebe Käse. Das auch noch. Ich denke, die Person braucht auch recht viel Kraft und Protein. Und ich bin gespannt, wer es ist. Morgen zusammen. Merci vielmals. Aber sicher eine andere Ernährung, als ich zu mir nehme. Ich nehme natürlich am Mittag nicht nur einen grünen Blattsalat wie du. Ich schaue, was ich esse, aber also, ich bin jetzt auch nicht allzu streng und so und habe gleich mal sehr fest Lust auf irgendein Schlagzeug oder weiss nicht was. Sehr viel Gemüse. Ich habe das Gefühl, bei mir sind viel weniger eben, so Hörnli, Pasta und so dabei. Riesen Pasta-Liebhaber, das fehlt mir jetzt ein bisschen. Ja, ich esse eigentlich nichts zum Morgen, wenn ich mal etwas nehme, das Glas kalte Schocke. Okay, Schokolade ist auch gut zum Morgen, muss ich sagen. Das habe ich recht gern. Und habe ich schon länger nicht mehr gehabt, darum freue ich mich eigentlich recht darum, dass ich eine Schokolade trinken kann. Ja, es ist ein sehr intensiver Tag, aber am Morgen aufstehen, zuerst das Rumpftraining, mache ich normalerweise nicht. Ein Kater? Nicht schön. Wie machen wir? So, hast du einen Kater gehabt, oder? Nero kommt mich unterstützen. Mittlerweile stellen wir eigentlich noch recht etwas Kräftiges vor. Ich mache noch gut, jetzt zum Glück die erste Stärkung. Cappuccino mit etwas Milch am Morgen ist super perfekt. Gerade in der Wettkampfzeit jetzt ist es für uns sehr wichtig, dass wir maximal Kraft trainieren. Bei der einen Kraftübung von dir war ich voll überfordert. Mit einem Terraband hier, ja. Und dann in zwei hier und dann so wie ja, genau. Hey, ich habe das nicht herbekommen. Wirklich, mein Gleichgewicht war irgendwie gar nicht mehr. Ja, also nach der Schule gehe ich eigentlich direkt ins Training. Und dann habe ich meistens einfach, nicht so viel Zeit, um etwas zu essen. Habe ich meistens etwas vorbereitet und esse dann auf dem Platz. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, am Morgen mit arbeiten, nachher am Nachmittag hast du wieder irgendeinen Einsatz, bin ich sehr froh, dass ich dort auf die Familie zählen kann, die mich sicher gut ernähren und wo ich nie zu kurz komme. Hallo, freut mich, wie Didi. Freut mich, Edu. Freut mich. Hey, merci vielmals. Kann ich auch zu Mittag essen? Ja, das ist ganz schön. Jetzt geht's jetzt sicher. Ja, ich bin gespannt. Alle, gehen wir. Digga. Tack, 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 laufen. Tack, tack, tack. Ich habe komplett gefällt. So Sachen, da nicht Mühe. Aber jetzt schauen wir. Steck, Steck. Ich muss noch mal. Jawohl, jetzt hast du es. Genau. Wie hat es dir gefallen, zu essen? Im schönen Garten. Habt ihr einen Standplatz oder so? Nein, sicher, du kannst gerade dort hocken. Ja. Ist gut. Ach, ganz einfach. Also, guten Miran. Guten. Also, das ist immer interessant, wenn man sieht, wie sich Sportler in anderen Sportarten schlagen. Hürde zum Stungen, das war vielleicht so hoch. Das ist die tiefste Höhe, die wir einstellen können. Ja. Aber wir wollen ja den Remo im Sackmel sehen und nicht über die Hürde. Das ist eine Motivation. Ja, wir werden es sehen. Du gehst hier schön gemütlich dazwischen, du musst sie attackieren. Kompliment an die Küche. Ich muss sagen, es ist wirklich mega gut. Go, 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 go! Zieh! Da. Voilà. Pracht zu kennen. Wie bist du der Meister? Da kannst du den Rücken abputzen. Ich finde es mega interessant, weil man noch so einen Einblick bekommt in ein anderes Leben und wie es die anderen machen.
Also, lassen wir los. Hing anfersen. Ja, im Schwinger ist es wichtig, dass der Ecken vor allem gut warm ist. Und wenn du fliegst, Richtung Rücken, ist meistens die letzte Rettung über die Brücke. Hin und her. Das war ich denke, ich glaube, es hat noch einen Trend oder einen anderen Sport. Man kommt rein und tut man aus Höflichkeit und aus Anstand tut man sich die Hände schütteln. Mhm. Und sagt Sally. Sally. Du gehst mit der rechten Hand, gehst hier hinger, geh Griff fassen. Mhm. Dann sagt der Kampfrichter zurückstehen. Das kannst du mit dem linken Bein genau ein bisschen zurückstehen. Wenn wir das gemacht haben, geht es gut. Und dann können wir den Gang starten. Ich war wirklich vorbereitet, dass ich jetzt fliege, aber dann plötzlich... Was ist jetzt dein Lieblingsschwung? Mein Lieblingsschwung war der Hüfte rechts. Aufladen und nachher. Genau. Das wäre jetzt eine Szene gewesen. Okay, gut. Wenn du gewonnen hast. Ah, und dann tust du dir die Rücken abklopfen. Schon als gutes Gefühl, muss ich schon sagen. Ja, für mich ist es so wichtig, dass ich direkt nach dem Training schnell wieder etwas zu mir nehme, weil die Muskeln dann relativ leer sind und wieder Nährstoff brauchen. Wie war eigentlich das Pilates mit Pascal? Ja, das hat er wie Yoga vorgestellt, um ein gemütliches Ausdehnen. Aber nachher ist sie gekommen, die Leiterin. Und dann sind wir hier in die Teufel, Bauchmuskeln. Sie hat gerne gesagt, das Powerhouse aktivieren. Ja. Powerhouse ist da. Zieht sie Kneubogen, Kneusebogen. Das wollen wir sehen, genau, das wollen wir sehen. Haps, das Powerhouse muss angespannt sein, sonst kippt es nicht, sonst kippt es. Die Ansteuerung vom Powerhouse, das hat sie mir eingerichtet, das habe ich jetzt drin. Ja, es federt. Es federt. Im Sport ist sicher mega wichtig, eben die Bewegung, aber es ist auch gut für die Gesundheit und es ist auch wichtig, dass man wieder Ausgleich hat vom Alltag. Es spielt nicht einmal eine Rolle, welche Sportart. Wichtig ist, dass man irgendeinen schon anfängt. Sich mit seinen Freunden mal zusammentut und einfach möglichst viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und man dann halt dort auch wie coole Leute wird kennenlernen, weil es im Sport einfach immer coole Leute dabei wird haben. Und das Wichtigste ist dann, dass man mit Spass und Leidenschaft dabei ist. Und dann, denke ich, kommt der Erfolg von allein.